oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es sie auch für iOS gibt. Gameloft Classics 20 Years. Ja, von Gameloft, eine Spielesammlung könnte man so sagen. 77 Megabyte groß. Aktuelle Versionsnummer 1.2.4, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher. Und bei 32.039 Gesamtbewertungen haben wir eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 von 5 Sternen. Früher hatte Gameloft ja echt eine Reihe sehr, sehr netter Spiele im Store, wie ich finde. Dieser Shooter 9mm, also 9mm, oder das erste Nova-Spiel fand ich sehr cool, beziehungsweise Modern Combat 1 und 2. Ja, und noch so ein paar andere. Und dann war ich jetzt neulich auf Gameloft Classics 20 Years gestoßen und das ist gratis und dann steht da, Gameloft feiert seinen 20. Geburtstag mit einem Geschenk an die Spieler, schnappt ihr den herrlichen Retro-Spaß mit 20 lustigen klassischen Spielen von Gameloft, die es noch nie zuvor auf modernen Smartphones gab. Und da sind dann viele verschiedene Spiele dabei. So, denkt man erstmal. Zum Beispiel Bubble Bash, 2 Diamond Rush und so weiter und so fort. Also alles so alte Gameloft-Spiele. Und unter anderem habe ich gelesen Shooter-Gameplay und dann lese ich das erste Nova-Spiel, Wild West Guns, Modern Combat 2. Und dachte schon, ach, wie toll. Wie toll. Oder Arcade-Spiele sind auch da irgendwie Hero of Sparta. Hero of Sparta habe ich damals richtig viel mobil gespielt und tatsächlich sehr, sehr gerne. Naja, und dann habe ich das gestartet und habe festgestellt, so Spiele wie Bubble Rush 2 oder so kann man ganz gut spielen, weil die Spiele sind da jetzt nicht so drin, wie sie damals waren, sondern ihr habt im Prinzip einen Arcade-Automaten, einen Gameboy-Automaten, was auch immer, so mit Gameboy-Steuerung. Virtuelles Steuerkreuz, links, rechts Tasten und dann links, rechts und Start und beziehungsweise Pause. Button, Winz-Bildschirm, was schon sehr absurd wirkt auf einem 6-Zoll-Smartphone zum Beispiel. Naja, und so diese Puzzlespiele, die sehen halt so aus wie damals, aber sowas wie Nova oder Modern Combat 2, das ist halt, ja, keine Ahnung, arcadisch merkwürdig gemacht. Für umsonst will man nicht klagen, dass auch, ich glaube, da ist überhaupt keine Werbung drin und das ist nett und alles okay. Aber die alten Spiele nochmal wirklich zu portieren oder zu bringen auf ja, auf die modernen Smartphones oder auf die modernen Versionen von iOS und Android, das wäre toll. Gameloft. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.